Und das war das Zentrum von Europa. Hier war das dritte Rom, wurde hier gebaut. Das ist immer wieder faszinierend, wenn du da so rausguckst. Sommer, wenn man halt nicht so wirklich weg, weil im Sommer alles so gut ist. Magdeburg ist zweimal sehr zerstört worden. Das lernt man eigentlich in der deutschen Geschichte schon. Man sieht eben ganz deutlich an den Personen auch, dass vieles, was passiert, ganz entscheidend davon abhängt, welche Menschen sind hier, kommen sie hierher gekommen und haben welche Ideen. Die ersten Punker wissen auch nicht, dass sie Punker sind. Also warum sollen die Magdeburger wissen, dass sie Magdeburger sind? Das sollte ja schon lange abgerissen werden, ja. Bis welches Jahrhundert haben sie nicht dazu gesagt? Das ist schon ziemlich gut, ja.